Ich kann ihm nicht verzeihen. Erst Lady Anne nackt malen wollen und dann vorgeben, uns anzuzeigen. Hey, ich bin's. Machst du einen Moment? Ich habe interessante Neuigkeiten. Jemand, der einen Sinneswandel hatte, hat mich auf der Fanseite kontaktiert. Sagt, er will sich mit dir treffen, um über jemanden zu sprechen, der seinen Sinneswandel braucht. Warum ich? Wenn du genaueres wissen möchtest, solltest du selbst mit ihm reden. Ich weiß nur, dass sein Ziel ein schrecklicher Mensch ist. Und dass es alles verkomplizieren könnte, wenn ihr den Namen online postet. Moment, falsche Stimme. Ich sage ihm, er soll nach der Schule auf der, an der Shibuya Station auf dich warten. Er heißt Nakanohara. Nakanohara? Das ist Madaramis Schüler. Ich habe ihm gesagt, er soll dich ansprechen. Viel Glück. Ich habe etwas Verrücktes bei Madarame herausgefunden. Einer seiner Schüler hat sich wohl umgebracht, weil Madarame seine Werke gestohlen hat. Das ist unverzeihlich. Diese Journalistin hat sich auch mit Madarame befasst. Da könnte was dran sein. Aber jemand ist gestorben. Niemand redet darüber. Ich wette, das wurde vertuscht. Ich frage mich, ob Kitagawa-kun irgendwas aufgeschnappt hat. Es wäre toll, wenn er uns weiterhelfen könnte. Verlangen wir da nicht zu viel? Nach dem, was heute passiert ist, wird er nicht so gut auf uns zu sprechen sein. Jedenfalls ist Madarame immer noch ein Mistkerl. Treffen wir uns morgen. Unser erstes Treffen im neuen Versteck. Dieser Durchgang in Shibuya, richtig? Alles klar, wir sehen uns morgen. Wenn das Gerücht, von dem Yoriyuji erzählt hat, wahr sein sollte, gäbe es noch weitere Opfer. Ja, das ist wohl richtig. Können wir raus? Ja, wir können raus. Oh, perfekt. Aber wir können zumindest runter. Ob wir raus können, ist immer noch die Frage. Nee. Ha. Lesen wir? Lernen wir? Machen wir Kaffee? Hm. Ich denke, wir lesen. Die Kunst des Betörens. Okay, ich gehe nach Hause. Mach das, mach das. Die besten Abschlepptechniken. So wirken sie cool, auch wenn es mal schlecht läuft. Ja. Hm. Du hast also die Kunst des Betörens zu Ende gelesen. Das Buch war voller schmieriger Anbaggermethoden. Aber man könnte etwas über Charme lernen. Also über Charme, nicht über Scham. Das ist was anderes. Wir sollten schlafen gehen, solange zu lange wach zu bleiben, ist schlecht für die Gesundheit. Ja, stimmt wohl. Das stimmt wohl. Nicht vergessen, ab heute ist unser Versteck auf dem Zugangsweg in Shibuya. Ja, da fällt mir ein. Mishima hat gesagt, dass Nakanohara auch in Shibuya ist. Ja. Yo! Wir sind auch gerade auf dem Weg zum Versteck. Wer ist das? Excuse me. Entschuldigung. Das ist Nakanohara. Mishima hat gesagt, wir sollen uns heute hier in Shibuya mit ihm treffen. Echt jetzt? Ich heiße Nakanohara. Natsuhiko Nakanohara. Auf der Phantom Aficionado Website wurde etwas über mich gepostet. Er wirkt nett, gar nicht wie ein Stalker. Der Sinneswandel hat wohl funktioniert. Der Administrator der Website hat mich kontaktiert. Er hat gesagt, ich soll jemanden mit Shujin-Uniform und einer Katze suchen. Also, was willst du? Ja, ihr habt das vielleicht schon gehört. Ich will bei jemandem einen Sinneswandel auslösen. Bei einem Künstler namens Madarame. Oh, ist es jetzt soweit? Der Schüler gesteht die Geheimnisse seines Meisters? Sein Schatten hat Madarame auch erwähnt. Ich bin ein ehemaliger Schüler von Madarame. Er hat mich bei sich wohnen lassen, wo ich nur an Kunst gedacht habe.
wollte unbedingt Künstler werden. Es gab noch einen anderen Schüler, einen äußerst talentierten Mann, einige Jahre älter als ich. Madarame hat ihn kontrolliert und alle seine Arbeiten als Madarame Original ausgegeben. Aber er war nicht das einzige Opfer. Okay, jetzt haben wir echte Beweise für das Abkupfern. Als Reaktion auf Madarames Verhalten hat dieser Schüler Selbstmord begangen. Selbstmord? Er hat es wohl nicht ertragen, dass sein Werk unter Madarames Namen gelobt wurde. Deswegen habe ich Madarames Befehl ignoriert und bin gegangen. Aber er hat in der Kunstwelt viel Druck ausgeübt und meine Karriere als Maler zerstört. Ich habe versucht, ein neues Leben anzufangen und eine Stelle im Rathaus angenommen, aber umsonst. Ich hing noch zu sehr an der Kunst, was meine Emotionen verzerrt hat. Ich fange an allem so zu hängen. Letztlich bin ich sogar zum Stalker geworden. Ich bitte euch noch einmal, bitte sorgt bei Madarame für einen Sinneswandel. Nicht nur für mich, auch um einem anderen Mann das Leben zu retten. Das Leben retten? Es lebt noch immer ein junger Mann bei Madarame. Ich glaube, er ist etwa in eurem Alter. Das muss Yusuke sein. Er ist ein begabter Künstler und steht in Madarames Schuld. Denn der hat ihn als Waisenjungen aufgenommen. Der Junge ist das perfekte Ziel. Yusuke hat keine andere Wahl, er muss uns zuhören. Ich habe ein paar Mal mit ihm geredet, als ich noch bei Madarame gewohnt habe. Ich habe ihn gefragt, ob er darunter leidet, bei Madarame zu bleiben. Seine Antwort war: Ich würde sofort gehen, wenn ich könnte. Kitagawa-kun. Nee, ich war bisher feige und habe nicht das Recht, das zu sagen. Aber ich will keinen weiteren Selbstmord. Ich will einen Weg finden, diesen jungen Mann zu retten. Er hat eine große Zukunft vor sich. Bitte bedenkt das, wenn ihr überlegt, bei Madarame einen Sinneswandel auszulösen. Wir wurden gebeten, direkt zum Wohle von einem der Opfer Madarames tätig zu werden. Klingt, als hätten wir keine Zeit, lange zu überlegen, ob wir Madarame einen Sinneswandel verpassen. Retten wir Yusuke. Ja, verdammt! Madarame ist ein Scheißkerl, der die Schwachen ausbeutet. Selbstmord? So etwas lasse ich nicht zu. Außerdem wissen wir endlich, was Kitagawa-kun wirklich denkt. Okay. Nachdem wir einstimmig entschieden haben, reden wir im neuen Versteck weiter. Meine lieben Liebeskollegen, willkommen in unserem neuen Versteck. Unser neues Ziel heißt Madarame. Wir haben den Palast gesehen. Wir werden es bitter bereuen, wenn wir glauben, er sei wie der Letzte. Und zudem, Lady Ans Keuschheit steht auf dem Spiel. Was? Wir machen es wie bei Kamoshida. Erst sichern wir eine Infiltrationsroute in den Palast. Dann schicken wir die Prangerkarte. Wenn der Schatz sich materialisiert hat, stehlen wir ihn. Oh, ich habe eine Frage. Madarame weiß noch nicht, dass wir im Palast waren. Warum werden wir da drin trotzdem schon behandelt wie Kriminelle? Du lernst dazu, Ryuji. Sehr gut. Vermutlich, weil er niemandem vertraut. Jeder Unbekannte gilt als potenzieller Feind. Oder er ist einfach total stinkig wegen der vielen Gerüchte um ihn. Na, ist sein Palast so verrückt? Das hat also nichts mit uns zu tun? Jedenfalls müssen wir absolut vorsichtig sein. Wenn wir die Sicherheitsstufe unnötig erhöhen, wird es uns nur noch schwerer, den Schatz zu stehlen. Wir müssen uns diesmal auch vor Kitagawa-kun in Acht nehmen. Alles, was er sieht, sagt er bestimmt Madarame. Stimmt. Hey, wie wird Madarames Schatz eigentlich aussehen? Auch eine Krone? Das bezweifle ich. Aber mein sechster Sinn wird ihn erkennen, wenn ich ihn sehe.
Ach ja, du drehst völlig durch, oder? Wir haben Zeit, bis die Ausstellung endet, oder? Also bis zum 5. Juni. Wir führen die Aktion durch, wenn die Prängelkarte verschickt ist. Unsere Infiltrationsroute muss also 2 Tage vorher stehen, am 2. Juni. Jetzt mal hergehört, wir dürfen das nicht verbocken. Egal, was ist, okay? Ja, dann wollen wir doch mal. Ach, stimmt ja. Oh, schön. Das ist der erste Job für Team an Sklaven. Also, lasst es uns richtig machen. Na los, bringen wir diese Mission ins Rollen. Du musst vor Ablauf der Frist einen Sinneswandel beim Madarame auslösen, indem du seinen Schatz stiehlst. Jo. Kriegen wir hin. Besondere Hindernisse in Palästen. Manchmal stößt du auf Palasthindernisse, die den Weg blockieren und für die du in der echten Welt mit dem Ziel interagieren musst. Du musst den Palast verlassen, um das Hindernis zu finden. Betritt Paläste schnell, um Hindernisse zu finden und die Herausforderung vor Ablauf der Frist zu schaffen. Jo, dann infiltrieren wir doch mal. So, naja. Manchmal sind lange Haare auch so ein bisschen im Weg. Naja. Ist dir bestimmt bewusst, aber wir müssen erst eine Infiltrationsroute sichern. Dann schicken wir die Prangerkarte ab. Ja, wir wissen, wie es läuft. Legen wir los. Okay. Na denn. Oh, hey, ne? Unser Meister möchte dich sprechen. Komm herein. Na denn. Wo ist Martin? Ich sehe den nicht mehr. Du bist also gekommen. Deine Rehabilitierung scheint gut zu laufen. Dank dir. Hervorragend. Ich habe ein besonderes Geschenk für dich. Solch vorbildliches Verhalten muss belohnt werden. Nutze diese Kraft gut. Jede Persona besitzt eigene Werte, die unterschiedliche Effekte haben. Manche senken die Skillkosten oder erhöhen die Kraft eines Attributs. Okay. Der Wert einer Persona bietet im Kampf diverse Vorteile. Bedenke, welche Aktionen zum Wert einer Persona passen. Sieh dir die Infos zum Wert einer Persona in ihrem Statusfenster. Du siehst die Infos zum Wert einer Person in ihrem Statusfenster. Drücke hierfür Viereck. Unser Meister zeigt unglaubliche Güte. Vergieße Tränen der Freude, Häftling. Deine Personas entstammen den Masken deines Herzens. Sie weisen viele Formen und Größen auf. Du musst das Wesen jeder Persona verstehen, um ihre Kraft verwenden zu können. Dann werden sie auf deiner Reise zur Rehabilitierung von großem Nutzen sein. Du kannst dich jetzt um andere Dinge kümmern, wenn du willst. Okay. Schauen wir doch mal. Reduziert die SP-Kosten von Icicles um 50%. Nice. Erhöht Schadensmenge nach Übergabe. Reduziert die Chance, mit Statuseffekten belegt zu werden. Senkt Schaden von Angriffen, die Schwächen anvisieren. Oh, cool. Senkt SP-Kosten von Heil-Skills. Das ist nice. Okay. Die Frage ist, kann ich den... Das heißt ja hier unten Werte / Skills wechseln. Ich meine, ich kann hier Skills umsortieren, aber ich kann halt bei den Werten nichts machen. Ha.
Aber das ist auf jeden Fall richtig nice. Okay. Okay. Vielleicht trainiere ich meinen Draugr sogar so ein bisschen. Legen wir uns mal ganz kurz hin. Was machst du denn da, Häftling? Du hast jetzt keine Zeit zum Rumliegen. Höre Sinn letzten lasse, wenn Stimme erreicht, bin nicht doch dir mitteilen. Bitte erinnern, dass durch deine eigenen verursacht, umzukehren, nahende, abwenden, auserwählter, grausames, rette Welt. Ich habe das Gefühl, dass ich von irgendwer eine Stimme höre. Stimmen hören sind nie gut. So, Ha. Ich denke, dass ich die eine oder andere Persona nochmal raushol für weitere Fusionen. Ich hole mir mal Silk nochmal. Jo. Machen wir. Und Obadion. Weil Obadion kann ganz nice werden. Jo. So. Außerdem schauen wir mal, was wir jetzt hier noch so fusioniert kriegen. Mokoi. Mit Engel und Silky. Okay. Ha. Oh, schwierig. Schwierig, schwierig. Aber ja, komm, machen wir. So. Einige Werte können jedoch nicht vererbt werden. In jedem Fall kann nur ein Wert mit einer Fusion vererbt werden. Wähle daher weise. Ah, okay. Okay, Mokuri hat also einen Standardwert. Regen, Schnee, Pollenwarnungen sind immer aktiv. Ist natürlich an sich eine coole Sache. Stärkt magische Skills gegen einen Gegner um 20%. Gut, das brauche ich hier auf ihm wahrscheinlich eher nicht. Dann eher gekonnte Kombo. So, und er ist eh nicht so magisch, ne? Makajama. Makajama kann praktisch werden. Also machen wir das. So, dann skippen wir das. Wir haben schon eine Fusion heute gesehen. Reicht also. Ich bin Mokoi. Ich bin die Seele deines Schattens. Deswegen werde ich zu deiner Maske. Okay. Ah, die Todvertraute erweckt die verborgene Kraft deiner Persona. Yay, Levelaufstieg, Schildknacker. Okay. Ja, Barath und Obarion. Oder Jack Frost und... Ipondatara wäre auf jeden Fall cool. Looks pretty tough. Er wäre dahingehend halt cool, weil er einfach mal 4 Resistenzen hat.
ein Element absolut abwehrt und trotzdem nur eine Schwäche. Das ist fucking nice. Ha. Nee. Nee, machen wir nicht. Gehen wir zurück. Bla bla bla.